das erste Beispiel dieser Lektion abzuschließen, sollen Sie zum Schluss nochmal eine PDF-Datei erzeugen, die dann im Idealfall so aussehen soll wie diese Vorlage hier, diese hier. Das heißt, so ein A4-Plan. Wie das geht, möchte ich jetzt Ihnen noch zeigen. Ich gehe also zurück ins AutoCAD. Ich gehe davon aus, dass alles bemaßt und beschriftet wurde. Das ist jetzt hier nicht der Fall, aber das können wir erstmal ignorieren. Das machen Sie natürlich ganz zum Schluss, wenn Sie mit allen fertig sind. Dann wechsle ich jetzt hier in meinem Layer-Status auf alle ein. Mache es quasi alles an. Sie sehen es wieder, alle Layer sind entsprechend eingeschaltet. Gehe dann hier auf die Vorschau, auf meine Druckvorschau. Falls die bei Ihnen nicht eingeblendet ist, dann gehen Sie hier auf den Pfeil und tun in der Werkzeug, in der Schnellzugriffsleiste oder Schnellzugriff-Werkzeugkasten hier die Plotvoransicht aktivieren. Sie finden dies im Übrigen auch hier, wenn Sie auf das Auswahlmenü gehen hier und dann finden Sie unter Drucken hier die Plotvoransicht. Da ich das relativ häufig brauche, habe ich mir das hier in die Schnellzugriffsleiste eingebaut und gehe jetzt hier auf Plotvoransicht. Sie sehen, der Plan sieht ganz gut aus und kann jetzt hier das von hier aus drucken. Das ist die Quick and Dirty Variante. Wie man das Ganze alles einstellt, das zeige ich Ihnen dann später. Ich setze das Ganze hier mal ab, nenne das einfach Test und erzeuge mir jetzt hier meine AutoCAD-Datei. Die ziehe ich jetzt mal hier rüber. Die sieht jetzt so aus im PDF. Ich erzeuge mir keine AutoCAD-Datei. Ich zeige mir keine AutoCAD-Datei, sondern eine PDF-Datei aus meiner AutoCAD-Datei. Und Sie sehen, Sie haben sogar hier die Layer mit übernommen. Die können Sie hier ausschalten. Allerdings, aha, die Schraffuren bleiben trotzdem. Also die Schraffuren sind ungünstig positioniert. Jetzt sehen Sie hier die einzelnen Layer. Ja. Wie gesagt, das ist, schließt die erste Übung ab. Dass das so einfach geklappt hat, dass der mir eine PDF-Datei erzeugt hat, dass er das gedruckt hat, was er drucken soll, das war jetzt schon alles voreingestellt, deswegen hat das super funktioniert in dieser Vorlage, die Sie hier geöffnet haben. Wie man das alles einstellt und so weiter, das lernen Sie im zweiten Teil dieser fünften Lektion. So viel zur ersten Übung.